Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 29. Dezember 2023. Ich bin mal wieder in Vierke. Ich habe gesehen, in diesem Jahr bin ich ja noch gar nicht den Brocken hochgestiegen. Ich bin bloß einmal mit dem Zug hoch und einmal mit dem E-Scooter. Und bevor das Jahr zu Ende geht, muss ich noch mal zu Fuß hoch. Ich mache dann wieder Zeitraffer sozusagen. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist extrem windig. Windböen bis 100 km/h sollen oben sein. Das wird lustig.
So, willkommen am Eckerloch. Ich guck mal kurz an der Brücke. Ach, die Brücke haben sie wieder weggerissen. Interessant. Da muss man da unten durch. Ja. Kommt man im Moment nicht rüber, haben sie wahrscheinlich wegen der vielen Leute gemacht, die da mal hochgehen. Aber wenn Niedrigwasser ist, kommt man da problemlos durch. Na gut, ja, die GoPro ist schön kalt. Normalerweise wird es ja heiß, wenn ich lange filme, aber naja, ist kühl heute. Mein 61. Brockenaufstieg. Reißender Fluss am Eckerloch. Eckerlochstieg, 29. Dezember 2023. Ach du Scheiße, jetzt wird schlammig. Na super.
kein Zug hochgefahren heute. Kein Zug. Heute kein Zugverkehr wegen Orkan. Im Schatten. Jetzt wird es langsam nass. Viele Grüße vom Brocken. Ja, mal wieder geschafft, 61. Aufstieg. Ja, sollen wir dazu sagen, ziemlich windig hier oben. Kein schönes Wetter. Hallo Freunde des Harzes. Die Linse ist nicht trocken zu kriegen. Ich bin total durchnässt. Aber wieder zurück. Ja, war eine tolle Wanderung. Runter, komplett im Regen. Klatschnass bei 3 Grad. Aber das sind ja immer die besten Wanderungen. Die machen richtig Spaß. Werde ich mal die Klimaanlage schön hochdrehen. Dann wird es wieder schön warm und trocken. Ja, danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben und kommen bald wieder schöne neue Harzwanderungen. Sachen, die ihr noch nie gesehen habt. Alles toll geplant schon.